Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Castlevania 2 Belmont's Revenge. Im letzten Part, ja, haben wir ja ganz schön verkackt, würde ich sagen, in dem Schloss des Himmels oder so. Wir sind ja in diesem Wolkenschloss gerade. Deswegen, ich hatte ja gehofft, dass ich so machen kann, eine Folge, ein Level, aber nee, wollte dann doch nicht so ganz, denn kurz bevor wir den Boss schlagen konnten, hat er mich doch erwischt. Ich habe mich ja dazu, muss man dazu sagen, wirklich zu sehr darauf versteift, den zu Damage boosten. Der hat ein klares Pattern. Ich habe ja schon gesehen, natürlich, die schießen abwechselnd dann ihre Schüsse da in so einem Bogen. Ich muss nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wer welcher. Also ich glaube, es war so, die Köpfe pausieren ja kurz vorher, hatte ich bemerkt, bevor die schießen. Geht ganz schnell, 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 schnell. Okay, dann, man muss sagen, es ist auch ein bisschen lame, dass die immer ein bisschen pausieren, weil selbst wenn er ganz nah an dir ran ist, dann kann man ihn natürlich einfach stunlocken an der Stelle. Aber ich finde es trotzdem irgendwie befriedigend. Das lässt sich nicht abstreiten. So, aber ich denke mal, dass wir das jetzt relativ schnell hinbekommen, denn ich habe ja jetzt kapiert, wie der Boss funktioniert. Das war auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem ersten. Deutlich härter. Deswegen denke ich mal, dass meine Vermutung stimmt, dass, obwohl es hier eine Levelauswahl gibt, die von der Schwierigkeit schon irgendwie so klassisch sortiert sind. Also das jetzt schon nach Reihenfolge machen. Ich hätte es ja lustig gefunden, wenn ich jetzt direkt das Schwierigste habe. Ich mache ja so eine. Ja, ich habe es ja so Roulette-mäßig gemacht mit der Levelauswahl. Schon ein bisschen schade, dass wir dann einfach die klassische Schwierigkeitskurve bekommen. Und ja, wenn die so konsequent ist, dann werden wir, denke ich mal, bei den Level 3 und 4 nochmal deutlich größere Probleme haben. Ah, okay, so jetzt. Deswegen, also beim ersten Mal wird er mich immer treffen, weil er diese Schwerter so blöd auf einem irgendwie zuschmeißt, aber das ist dann. Sobald man ihn dann dieses Pattern bringen kann, geht das klar. So, und jetzt. Jetzt warte ich lieber erstmal. Denn ich. Ne, also sobald man da irgendwie diese Maschinerie gerät, wird man so leicht nicht mehr rauskommen. Denke ich mal. Also gerade mit, weil man dann nochmal diese Animation hat mit dem. Ne, mit dem, dass man zurückgeschmissen wird und so weiter. Das ist gerade bei Fallen. Also an sich finde ich das schon in Ordnung. Weil das natürlich dafür sorgt, dass man sich nicht einfach dass man nicht einfach durch Level durchrennen kann. Wir spielen ja kein Mega Man X6 oder so eine Scheiße. Aber wenn man so Fallen hat und dann kommt man wird zurückgeschmissen, Animation verkantet sich dann irgendwie so zwischen der Falle und alles, dann finde ich das ganz schön kacke. Oh Gott, irgendwie bin ich ein bisschen blöd. Ja, oder jetzt, na okay. Also so einfach ist der Sprung gar nicht, sollte man nicht unterschätzen. Man muss nämlich ein bisschen warten und jetzt. So, jetzt geht's weiter, alles klar. Ja, deswegen, ich möchte, der erste Versuch immer, der wird nicht so geil, weil man kriegt ja schon Schaden und kommt da nicht mit vollem Leben dort an. Aber ist egal, dann da gibt mir das mehr Anreiz, jetzt nach dem Pattern zu spielen, nicht zu Damage boosten. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Der wird immer nur zwei abfeuern können, wegen Sprite Limitation. Oh. Okay, ja, also das Geräusch hier signalisiert uns natürlich wieder ganz klar, dass wir die Kerze da unten nehmen sollten. Denn schießen muss ich ja nicht. Also bei dem Boss ist das natürlich egal, ob ich jetzt schießen kann oder nicht. Aber diese Axt, die sollten wir behalten. Die kriege ich ja danach nicht mehr wieder. Und ja, ich meine, gut, das Weihwasser war jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Aber schon für diese Fledermaus, die mich sonst wahrscheinlich immer erwischen wird. Aber ich denke mal trotzdem, dass wir mit der Axt auch die Chance haben, dass wir beide Köpfe treffen können. Aber, ne, ich werde trotzdem gucken, dass ich mich jetzt erstmal darauf fokussiere. Okay, ich habe genug Herzen, da kann ich das auch ruhig mal machen. Ich werde trotzdem erstmal darauf konzentrieren, erstmal das Pattern auszuweichen, weil ich glaube, ich halte gerade mal zwei Schüsse aus oder so. Deswegen, also, es ist auf jeden Fall ein besseres Spiel als Castlevania 4. Klar, in Castlevania 4 war das so scheißegal teilweise mit den Bossen und so, wenn man getroffen wird. Einfach mit der Peitsche die ganze Zeit Spam und das hat schon irgendwie geklappt. Das ist einfach unfassbar, warum Super Castlevania 4 so einen hohen Ruf genießt. Wobei es ist halt so, die meisten Leute geben schon kein Deut auf gute Balance. Muss man einfach auch so sagen. So, jetzt gehen wir nach unten. Am besten hier hin, ja. Und dann, ja, perfekt, das ist doch easy. Ich weiß, ich kann es auch zerschlagen, aber ganz ehrlich. Okay, jetzt runter. Nein, ach, nie mal dran denken. So, oh Gott, geh jetzt hoch.
So. Rüber. Jetzt, na, okay. Scheiße, scheiße! So, jetzt. Ja, mit dir. Perfekt. Haben wir doch mit den geringen Mitteln, die ich hatte, geschafft. Ihr habt es ja gemerkt. Also, wenn ich einmal das Pattern raus habe, dann, beziehungsweise weiß, wie der Boss funktioniert. Und wir können die Kugel nicht nehmen, Mann. Was ein Twist aber auch. Da sollte es gehen. Jetzt bin ich aber überlegen, weil wir haben es ja so mit Bravour gemeistert. Aber nichts anderes war zu erwarten nach dem Ende vom letzten Part, denke ich mal. Okay. Ja, sollten wir einfach am besten die nächste Stage machen, ja? Weil, ganz ehrlich, ja, das Schema eine Stage, ein Level ist ja sowieso schon jetzt aufgebrochen. Daher können wir auch einfach uns direkt weiter versuchen. Dann machen wir wieder das Roulette. Dieses Mal, ich könnte ja so machen. Augen zu. Ja, wobei, ich glaube, ich mache trotzdem so. Aber wir werden die meiste Zeit wahrscheinlich hier dieses Geräusch haben, dass ich nichts bekomme. Und ja, und ich nehme an, das sollte Level Nummer 3 sein in der Reihenfolge. Also es tut mir leid, also ich hatte versucht, irgendwie eine unorthodoxe Reihenfolge zu nehmen, die ich nicht selber bestimme, aber es muss ja dann doch nach Reihenfolge. Wir gehen wieder nach links, das geht doch gar nicht, ohne Scheiß. Ich möchte von links nach rechts gehen, wie soll das denn funktionieren? Aber okay, dann machen wir mal. Und es ist natürlich schön, dass es diese, obwohl der Hintergrund sehr detailarm ist, ich mag das, wie diese Pflanzen hier aufgehen. Das ist schon leicht bedrohlich und, doch, wir haben neue Gegner, immerhin. Denn bisher waren die Gegnertypen doch relativ spärlich. Aber ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, weil diese Frösche benehmen sich schon wie Fleamans. Und ja, das sieht aber auf jeden Fall mehr als vom ersten Teil, ne? Also auch die Sprites hier sind sehr, also diese Bodenteils und so, die sind jedes Mal anders, geben dem Level eine eigene Identität. Die Musik ist nicht verkehrt. Die ist ein bisschen chilliger hier, aber machen wir mal so. Ja, jetzt haben wir noch die Axt, also nutzen wir es mal. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt da am besten rüber. Oh Gott, das ist aber ein übler Sprung. Probier's mal, aber. Ja, okay, dann machen wir es so. Das war ja, war okay. Also ich habe gehofft, mir an diese Kante zu kommen, dass ich die Stacheln berühre. Ansonsten, ich merke schon, die Hauptbewegungsart sind hier scheinbar Seile. Also die Entwickler fanden das schon, ich konnte jetzt den Beiwasser nicht ausweichen. Die Entwickler fanden das schon echt geil, hier mit Seilen zu arbeiten scheinbar. Also sonst hatten wir immer diese Treppen. Ja, und ich komme, es war wieder so. Wenn hier irgendwas im Weg ist, dann kann ich nicht abspringen. Aber die Treppen, auf die scheinbar wirklich zu verzichten, und mein Gott, bin ich froh drum. Ne? Man kennt ja das Problem, dass wenn man vor eine Treppe steht, und muss ich glaube ich nicht weiter ausführen. Okay, das macht es natürlich jetzt sehr einfach. Okay, wir haben auch zwei Wege, aber ich glaube, da oben sollte es wahrscheinlich mehr Belohnung geben, weil das hier ist ja jetzt echt billig. Und ja, sogar noch, das ist gut, das ist gut. Dann haben wir auf jeden Fall reichlich Chancen nachher. Ich habe jetzt wirklich den langweiligen Weg genommen. Aber andererseits, die Augäpfel da wegzuballern, ist auch kein Problem. Bisher ist es ziemlich einfach. Es ist komisch, weil bisher war bei jedem Level der nervigste Gegner am Anfang gekommen. Ne? Also die Krähen, die Frösche, aber dann nach dem Intro einfach nichts mehr davon. Das ist irgendwie so ein bisschen willkürlich, muss ich sagen. Aber na gut. Dann, ich will mich nicht beschweren, weil gerade solche Gegner. Ich krieg dann Ninja Gaiden Flashbacks. Ach, gehen wir mal nach unten. Okay, welches. Ah, okay, das ist ein scrollender Bildschirm. Okay. Ach du Scheiße. Okay, das wird übel. Vor allem. Ach nee, jetzt ist er natürlich respawned, ne? Ach, ich Idiot. Komm, ich gehe jetzt an diesen beiden Seilen. Da habe ich so ein bisschen mehr Spielraum. Okay. Deswegen, also. Hier muss man schon vor allem auf sein Leben achten, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es hier wirklich groß Turkeys gibt oder ich war einfach zu blöd, die zu finden bisher. So, okay. Aber jetzt ist er natürlich sofort respawned. Wir gehen mal so weit, wie es geht. Weil er kann uns ja nicht folgen. Okay, doch. Er kann uns folgen. Vergiss, was ich gesagt habe. Ah, scheiße, ich hätte gern die Axt gehabt. Nein! Oh! Ach, diese Pisser. Lass mich in Ruhe. Ah! Oh! Das ist schon. Die sind schon lästig, okay. Und der Bildschirm hat noch nicht aufgehört zu scrollen. Moment, kann ich das jetzt erschlagen? Nee, natürlich nicht. Hier, ja, wäre eine doofe Position. Jetzt will ich natürlich. Jetzt geier ich so ein bisschen nach dem Turkey. Und das ist eine große Fledermaus. Und die hat eine blöde Position. Ich muss Vulgärsprache zurückhalten. Die ist wirklich. Und die haben so ein komisches Pattern, so. Nach oben, links, rechts. Ich kann das gar nicht irgendwie einschätzen, wie die fliegt. So, aber jetzt werde ich dich erwischen. Zum Glück. Oder auch nicht. Okay, dann teilt sie sich auch noch auf, aber
okay, die bleiben nicht bestehen. Oder sind irgendwie aus dem Bildschirm geflogen und wurden dann direkt eliminiert. Oh, okay. Einfach los spam, wir kennen das. Wir wollen ja jetzt hier nicht kurz vorm Checkpoint draufgehen, Mann. Alles klar, okay. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was diese Stacheln da oben sollen. Weil, können die mir irgendwie gefährlich werden mit den Quallen? Das ist so ein bisschen okay. Eingebaut, aber bringt nicht wirklich was. Aber, naja, gut, im Detail will ich mich da gar nicht zu sehr. Ich möchte mal, ich will das gar nicht so sehr auseinandernehmen gerade. Also, gerade wo es blind ist für mich. Und jeden einzelnen Raum bewerten. Oh, okay, den Luxus habe ich gar nicht. Schließlich muss ich mich wirklich konzentrieren bei sowas. Okay, das hier ist irgendwie so ein Treibsand. Ich nehme an, ich sollte lieber weiterhin springen. Ich war mir so klar, dass mir das passiert. Aber wir haben ja jetzt gerade den Checkpoint erreicht. Wir haben immer noch zwei Continues, kein Problem. Aber mir war es irgendwie klar, ich hätte auf der Stelle springen sollen, kurz vor der Kante dort. So. Ach so, die explodieren, die Augäpfel. Und dann, oh, und dann reißen die hier Löcher. Oh, fuck. Ohne Scheiß, ich habe mich geduckt. Ich habe mich geduckt eigentlich, aber ich spiele mal wieder nicht mit dem Steuerkreuz. Habe ich verdient dafür. Und ich bin nur langsam, ne? Okay. Oder sieht so aus. Na dann ist das ja kein Problem, da unten zu landen. Okay, ich meine, ich finde die Idee cool mit den Augäpfeln. Ach, come on! Jetzt... Oh. Also wirklich das mit dem... Okay, ja, das ist natürlich... War ja natürlich klar, dass ich jetzt nicht hier durch kann. Aber das ist wirklich schon ein bisschen blöd mit dem Ducken manchmal. Also... Dauert irgendwie ein bisschen. Okay, komme ich da überhaupt drüber? Oh, fuck. Deswegen, ich wäre lieber oben geblieben. Ich nehme jetzt mal die Kerze mit. Egal, wie für blöd ihr mich haltet. Aber ich könnte mir vorstellen, was Geiles. Ja, okay, scheiß drauf. Ich dachte, es wäre eine Subweapon. Aber bisher haben wir wirklich nur das Weihwasser oder die Axt gehabt. Also vielleicht ist es jetzt wirklich noch eingeschränkt. Es sieht nach einer Abkürzung aus, muss ich sagen. Aber ja, ich gehe mal, der Bildschirm scrollt die ganze Zeit nach rechts. Also... Nee, genau, okay. Also wir können uns ja nicht einfach in den nächsten Bildschirm fallen lassen. Es sind ja immer die Seile. Und wir müssen die Seile nehmen, gehe ich mal von aus. Können nicht einfach... Oh, okay, immerhin. Sehr schön. Vielen Dank! Okay, ich nehme an, das wird jetzt der letzte Checkpoint vor dem Boss dort sein. Also, ich weiß gar nicht, was für eine Art Schloss das sein soll. Das ist ja Plant Fortress, aber wir sind ja irgendwie in so einem Bau oder so, ne? Das ist jetzt nicht wirklich ein Schloss. Achso, ach, ich kann den Spinnfeen auch ohne Scheiß. Die haben das so geliebt, das Klettern. Mich würde es nicht wundern, wenn man auf dem Cover, ich müsste mir das Cover mal ansehen vom Spiel, irgendwie so einen kletternden Bellman sieht oder so. Weil ganz ehrlich, das ist doch das Signature-Feature von dem Spiel. Oh, wie komme ich denn jetzt dahin? Ja, habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ich lasse die mal respawnen. Ich glaube, die ziehen diese Fäden langsam, ne? Wenn die getriggert werden, genau. Okay. Dann muss ich die erstmal machen lassen, leider. Oh, und die ziehen die wieder zurück. Naja, oh. Okay, ich kann ja schlagen, während ich schon klettere, aber ich bin mir nicht so sicher. Oh, fuck, ey. Das ist schon hart. Okay, schnell. Oh, das kann echt böse Stellen geben. Und da haben sie mir ja scheinbar direkt einen Checkpoint gegeben, weil das so eine harte Stelle ist. Also es wirkte sehr hart. Okay, dann gucken wir mal. Reihen wir uns da mal mit ein. Ich bin einer von euch, Augäpfeln. Kein Problem hier. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Ich werde jetzt einfach durchrutschen. Okay, und jetzt hier die nächste Stelle. Oh, nein, das war ein bisschen... Oh, okay, das hat schon geklappt. Ich habe es so ein bisschen antizipiert mit der Fallgeschwindigkeit. Ja, ja, dazu bin ich imstande. Ah, scheiße. Okay. Nein, ach, ja, das haben wir natürlich verloren, unser Peitschen-Upgrade. Egal. So, okay, das scheint jetzt schon etwas härterer, dieser Räume zu sein, um zum Boss zu kommen. Aber bisher muss ich auch sagen, vom reinen Level, vom Schwierigkeitsgrad, nimmt sich das nicht viel. Also ich finde die Level generell nicht sonderlich schwer bisher. Okay, okay. Wird der jetzt hier nach unten fahren und mir dann den Rückweg versperren? Oder was ist los? Oder muss ich gegen die beiden kämpfen? Schon wieder zwei Gegner? Bin jetzt gespannt. Okay. Okay, ich muss auf die Köpfe draufhauen. Interessant, wieder ein Doppelboss. Ah, okay, warte. Axt. Ja, ich kann. Das geht hier durch. Okay, es ist sehr schön, dass wir die. Okay, das hat gut geklappt. Das hat wunderbar funktioniert. Dann haben wir halt mal ein paar, zwei Level wieder aufgeholt, Leute.
Das heißt wieder, ja, ich bin wieder im Rennen sozusagen, oder? Ich meine, das ist ja kein Rennen, aber ich meine, es freut mich immer, wenn ich gut Fortschritt in einem Part mache. Deswegen war der letzte Part ja auch so frustrierend gewesen. Aber das hat ja doch gut geklappt. Also ich meine, mit der Axt konnte ich jetzt einfach durch die werfen. Das hat es sehr einfach gemacht. Und generell, ja, die Plattform hat schon sehr geholfen, über die Geschosse zu springen. Also, wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch einfach Glück gehabt da an der Stelle. Ich habe die jetzt nicht gelernt, sondern das ist so der natürliche Reflex. Am Anfang will man immer Damage boosten. Und ja, wenn es halt klappt, ne, was soll man machen? Dann habe ich den Boss jetzt nicht ganz gänzlich kennengelernt, aber ist auch relativ befriedigend, wenn man mit so wenig Ressourcen dann doch gut klarkommt. Und dass ich mich jetzt nicht irgendwie abkratzen lassen muss, weil wir ja immer noch mit zwei Continues oder sowas dabei sind. Naja, auf jeden Fall, das war dann der dritte Part von Castlevania 2 Belmont's Revenge und beim nächsten Mal werden wir dann das verbliebene Level dann abschließen. Ich nehme an, das ist irgendwie so eine Felsenfestung oder so. Dann, ja, mal schauen, ob es dann gemäß dessen, dass es unten rechts steht, ne, man liest ja von links nach rechts, ob es dann das schwierigste Level ist, weil das hier fand ich eigentlich ganz, ja, ganz okay, ne? Also bisher fand ich kein Level wirklich schwer. Vielleicht sind die wirklich alle so im selben Bereich. Bin mal gespannt, ob es dann nur noch Dracula Schloss gibt oder vielleicht noch irgendwie noch was Zusätzliches dazu kommt. Aber das werden wir dann sehen. Also bis zum nächsten Part.